Hallo ihr Lieben, ich bin Sayobe und wir spielen zusammen Black Ink Evolved und mit dabei sind wieder Anoholic. Anoholic? Irgendwo da draußen. Ich muss das Lied vom Tod anspielen. Ja, man macht Lied. Thomas, ja. Und Dagobi 82. Hallöchen zusammen. Ich liefe gern Vorlagen für sowas. Ja. Na gut. Ich wollte mich nur ärgern. Also, ich klicke nur noch und ihr redet und ich sag gar nichts mehr. Wir spielen den Pilz, okay. Wir machen alles wie beim letzten Mal. Wir machen nicht alles wie beim letzten Mal, wir machen alles besser. Und wir legen jetzt los und... ja, klar. Gene bleiben, wie sie sind. Fortfahren. Dein Name ist super. Willkommen, wissen wir schon. Und wir haben uns dazu entschlossen, dass wir in Brasilien starten, weil es gerade so aktuell ist. Warum auch immer. Guck ja kein Fernsehen. Als Pilz. Hallo? Ja, okay, dann bin ich für dich. Und also dann bin ich nicht beruhigt, aber zumindest liegt das irgendwie. Sayobe. Oh. Nein, ich kann dich gerade nicht hören. Oh. Aber wir singen trotzdem eine Duett. Ja, jetzt habe ich gestört. Hey! Ihr hört mich wieder, ja? Ich starte. Aber ihr seht alles die ganze Zeit, ja? Mann. Bin ich jetzt gestartet? Puff. Ja. Yeah. Sehen? Ja. Glaube ich. Sehen? Ich glaube, ohne Unterbrechung, ja. Gut. Ja, naja, gut, dann müsst ihr euch denken, schon, was ich sage. Sind schon alt. Okay. Ging wir hin. Schon alles. Eine Frau kann nur in Handtaschen und Schuhe gehen, so im groben Ganzen. Aber die Nationalmannschaft. Langsam. Also wir haben uns ein bisschen belesen zum Pilz. Ja, haben uns selber erstmal einen zugelegt. Nein. Ist doch, du warst das gestorben. Testobjekt, ne? Ja. Also, konnten die nicht groß ziehen. Das Körperteil ist auch just ab. Ja. Ja. Wo ist noch das Stadtgebiet jetzt demnächst? Was? Also, was? Ich bin verwirrt. Ich höre. Sayobe ist halb zu hören, weißt du? Anno ist. Antwortet dann auf andere Sachen, die schon. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt, aber wir ziehen das jetzt durch. Wir kriegen das hin. Ihr wisst schon, dass ich Brasilien ausgewählt habe, ja? Ja, und du bist mit Mauszeuge über Wasserverbreitung. Genau. Also, soweit kommen wir noch mit. Ich wollte nur noch mal fragen, so für die Leute da draußen, was denn gerade in Brasilien noch so vorkommt, warum wir das vielleicht gewählt haben, oder hast du das schon gesagt? Das kam mir da nicht an. Ich hab's nicht gesagt. Ich hab gesagt, es ist gerade aktuell. Ach so. Ich hab's aber nicht benannt, weil wir kein Fernsehen gucken. Das ist unser Hauptslogan. Ist so gut, wenn man anfängt, weil man denkt, okay, sagt gerade keiner was, aber dann stellt man fest, hoppala, da fängt gerade eine Übertragung an. Warte, da kommt gleich noch was, ja. Das ist spannend. Ja. Gut, ich habe Wasser genommen. Ja. Ich mir so. Ich warte jetzt mal nicht einfach an. Wir also, ich weiß nicht, ob das jetzt schon Modulierung. Wasser, wollen wir Wasser weiter ausbauen oder wollen wir Luft nehmen? Hätte ich jetzt auch. Das soll sich ja über beides ausbreiten, oder? Außerdem wollen wir eh diesen Top-Bonus, glaube ich, da in der Mitte, oder? Ja. Dieses hier da, das da. Genau. Ja, genau. Das heißt, du weißt gerade keiner von uns. Doch, ich glaube, Sayobe kann mir irgendwie folgen. Ja, Hyper-Wasser-Luft-Verbreitungssyndrom. Und zwischen Luft und Wasser Deep Shit, großes Teil, das weißt du? Ja, nein. Ja. Habt ihr euch jetzt entschieden? Ja. Ja, Luft, dachte Luft, ich. Luft. Ja, Luft. Hab ich genommen. Kühle Luft. Wenn man hier nicht sehen kann. Ja. Der Kreis schließt sich nach der letzten Aufnahme. Auch jetzt brauchen wir immer noch Luft und Kälte und so. Ja. Habt ihr euch gemerkt, was passiert, wenn wir in den USA einfallen? Was wir dann machen sollen? Luft oder Wasser jetzt? Wasser. Machen wir hin und her, machen wir Ping-Pong. Ja, ja. Ping-Pong, okay. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt schon erwähnt wurde, also zumindest Dago hat es, glaube ich, nicht gesagt. Wir haben ja diesen Kommentartipp bekommen, dass wir auch alles, was der Pilz sich selbst entwickelt oder
ja, da so fortpflanzen tut, ja, sollen wir zurücknehmen, diese genau, Brechreize und Symptome da. Damit alles still und heimlich bleibt, ja, und keiner uns entdeckt. Ich hoffe, ich sag das richtig. Und darum, du darfst mal vorlesen. Oder geht hier die, neues Social Network startet. Soll ich das lesen? Genau. Mach ich aber nicht. Ich komme mir gerade vor wie so eine Lehrerin. Für Menschen ohne Freunde gibt es jetzt ein neues Social Network. Blankbook. Stopp, der nächste Satz liegt soll in Anno wenigen vor. Tagen Milliarden von Menschen locken. Okay. Können wir irgendwie übers Internet ja, so unseren Pilz verteilen? Ja, irgendwie auf eine klebrige Tastatur oder so? Eine Art von Pilz, die du im Internet betreibst, ein bisschen zum Rauchen. Ach so, okay, ich ging immer alles zurück. Wir haben Tausende infiziert. Yay! Check. Sehr schnell finde ich gerade die Infektionsrate da unten. Ja. Dafür, dass ich noch nicht einen roten Punkt sehe, seine Übertragung hängt so viel. Gut, aber wenn du es jetzt auf die Welt umrechnest, ist es auch noch nicht viel. Naja, also 350, 400, 500, eine halbe Million. 400, 500, eine halbe Million. Brasilien ist groß, aber Millionen. Es wird bei mir rot. Ich sehe es. Brasilien, okay, da sind wir. Ich sehe da schon Punkte, ja. So, Luft ist ausgebaut. Zadana hat mehr Menschen auf der Welt infiziert als Brokkolose. Ja, Brasilien wird tiefrot. Ja. Seht ihr das? Ich hab nicht mal die Meldung lesen können. Ich hab schweigend das gehört. Ja, aber Brasilien ist schon mal schön. Das ist schon, ja. Also in Brasilien haben wir schon gewonnen. Ja. Die M kann kommen. Ja. Ist schon durch, wenn ich aufs Datum gucke. Ich meine, wenn jetzt die ganze Welt nach Brasilien fährt, ne? Dann haben wir unser Ziel erreicht. Ja, ist aber schon vorbei. Wir haben schon 2,50. Geht ja nur bis Mitte Juli. Ja, 4 stimmt. Jahre warten. Nee, 3 noch. Aber hier, Olympische Spiele sind 2016 in Brasilien. Wieder in London? Nee, in Brasilien. Letztes Mal. Ja, Anna erreicht Argentinien. Argentinien wurde infiziert. Ich hoffe, der ist so rum. Der wollte es doch nur vorlesen. Das, okay, dann jetzt. Er wollte doch nur vorlesen. Schlafstörung haben wir dazu. Ja, da müssen wir jetzt nicht mehr noch. Die nur, wir jetzt weg. Ist gleich weg. Wir können ihn nicht mitlesen. Vergiss es. Zurückentwickeln. Wir bekommen dafür 2 DNS-Punkte. Ja. Ich wusste gar nicht, dass wir dafür Punkte bekommen. Okay. Hier brauchen wir 16. Also 16 ist unser Ziel. Aha, wenn wir das früher gewusst hätten. Ja. Das war der. Oh. Australien. Australien. Das ist schon mal gut. Wir sagen es einfach auch, selbst wenn... Wir sagen es einfach alles. Einfach dazu nochmal. Ja. So, noch ein Punkt. Was kostet das jetzt noch? Immer noch ein DNS-Punkt, okay. Ja, das wollten wir uns so aufheben, weil das sowieso immer nur ein nächstes Land infiziert, oder? Ja, weil das wird irgendwann teurer. Ich weiß aber nicht wann. Ah ja. Wir haben leider nichts bekommen. Achso. Arznei in Australien hemmt die Infektion. Ja, du klickst einfach weiter. Nimm keine Rücksicht auf uns. Wir kommen schon vor. Also, seht ihr, was ich gerade mache? Im äußersten Notfall kannst du es immer noch erzählen. Ja. Ich entwickle jetzt. Ja, jetzt bist du in Resistenz 1. Wegen Australien. Ja. Um darauf zu reagieren. Kötschig. Ja. Und ich habe euer Einverständnis gehabt. Hast du? Du hast es eigentlich immer. Super. Immer. Wir meckern erst später. Wenn alle wenn tot wir verloren sind, haben, ne? Meckern wir. Ja. Jetzt sind wir auf uns. Ja, dann müsst ihr euch mal von den anderen 4 Pilzfolgen das Ende angucken, wie die auf mir rumgehackt haben. Gar nö. Ein bisschen. Wir infizieren weitere Länder. Ich habe einfach mal die Kurzform vor. Sandane infiziert weitere Länder. Vergiss es. Ja. Wir haben das 4 Folgen lang vor. Komm nicht hinterher. Es ist schon weg. Es wird gucken. Aber guckt euch mal Südamerika an. Okay. Südamerika ist schön rot. Australien fängt auch so ein bisschen an zu blinken. Ich glaube, der Sand blüht da. Bluten, ne? Bluten, die Masern brechen langsam aus. Ja. Brasilien ist schon ein Masochist. Und es hat doch keiner entdeckt. Gesehen oder haben wir diesen ultimativen Wasserluftbund? Haben wir den schon? Nein, noch nicht ganz. Nur 3 Punkte fehlen.
Drei wir brauchen erstmal Arzneimittelresistenz. Komm schon, Peru und wie die Länder da alle heißen, die noch nicht infiziert sind. Mach mal. Echt? Wo sind das Peru schon? Ich weiß nicht. Ich kenne mich mit den Ländern da nicht so aus. Vielleicht Ecuador, Bolivien. Ganz links ist Chile. Hier oben Kolumbien aber fehlt noch. Chile ist da unten links, oder? Das ist schon. Das ist Argentinien. Peru ist schon, Bolivien ist, ja. Argentinien. Es ist hier sehr zusammengefasst. Ja, eigentlich ja. Ist hier oben noch Venezuela und so. Ja, und unten noch Chile. Oder ein Zoom in die Städte und gucken, so. Wie die Leute das. 18 Punkte und Übertragung. Wir können jetzt die ultimative yeah. Starkes Bioaerosol. Erreger überlebt Luft- und Wasserfilter, erhöht Ansteckungsgefahr in feuchten, trockenen Klima sowie Übertragung auf Flugzeugen und auf Schiffen. Sehr schön. Tsching, tsching. Also, wichtige Meldung an alle Menschen auf der Welt: niemals mit einem Schiff fahren und niemals mit einem Flugzeug fliegen. Lieber umgekehrt. Oh, ich sehe auch schon eine rote Linie. Oh ja, jetzt können wir nach London. Also, der Tipp war echt gut, ne? Welcher Tipp? Das haben wir, sind wir selber drauf gekommen. Ja. Australien ist schon rot. Das ist heute Morgen aufgewacht. An uns selbst das Hilfskommentar bitte löschen, damit es nicht aufhält. So, Australien ist gefallen. Südafrika fängt an. Wenn Afrika kommt, sollen wir Übertragung Blut dazu nehmen. Brauchen wir 13 Punkte für. Okay. Tsunami verwüstet Philippinen. Mörderischer Tsunami erfasst Philippinen. WHO-Analysten rechnen mit vielen Toten. Trotz des vorhandenen Seins von Frühwarnsystem. Habe ich extra gewartet. Wir sind wieder da. Ja. Ja. Wir waren nie weg. Ganz schlechte Übertragung, aber gut. Wir waren nie weg. Hier, Sportausbruch kostet mittlerweile 2 DNS. Wollen wir mal einen raushauen? Nee. Die werden immer teurer, ne? Das wisst ihr. Gut. Ich dachte nur so zwischendurch. Obwohl, ja gut, dann. Oh, ja, jetzt sind wir in Amerika. Amerika sind wir jetzt. Anämie-Symptom, okay, es wird zurückentwickelt. Die Punkte. Jetzt haben wir 2. Ein Punkt noch, dann haben wir die Punkte. Ja. 13, 14. So, jetzt ist die Frage, nehmen wir erstmal für Afrika Blut oder nehmen wir für Amerika die Viehbestand? Erstmal Afrika, würde ich sagen. Ja, okay. Dann auch ruhig. In Amerika haben wir jetzt ja schon zumindest mal eine Blase geöffnet. Gefasst, ne? Da haben wir mal die Haken. Ja, Husten, ja. Das Kreuz hier ist nett, ne? So mitten über... Ja, und dann noch ein. Och, wie schön. Spinnenweg. Das ist Spider-Man unterwegs. Aber guck mal, hier hat was gebracht in Südafrika. Oh, was ist das für eine Riesenlinie zwischen USA und Australien? Krass. Whee! Jetzt hier fliegt, glaube ich, eigentlich auch andersrum. Ich glaube schon. Wäre sinnvoller, so rein. Aber okay. Wo konnte wahrscheinlich hier nicht anders dargestellt werden, weil die Karte halt so... Es war technisch sicherlich unmöglich, das so hinzukriegen. Die Verbreitung geht gerade ziemlich schnell voran. Kann das sein, London ist, glaube ich, gerade geknickt, wenn ich das richtig sollen gesehen habe. Sollen wir etwas Kälteresistenz dazu nehmen? Jo. Ja, dann kommen wir auch mal in Richtung Skandinavien und so. Ja. Damit wir auch Grönland nicht wieder verpassen am Ende. Mhm. Genau. Und hier Madagaskar. Sehe ich das richtig, dass wir gleich 1 Milliarde Menschen infiziert haben? Ja. Viel. Sonst hat noch kein Mensch entdeckt, oh China. China! China geht los. Nein, hat noch keiner entdeckt. Das ist bereits 2016. Ich glaube, im letzten Jahr hatten wir in dieser Jahreszeit schon echt ein Problem. Ja, das ist wirklich ein genialer Tipp gewesen. Danke an Herzen geschrieben. Das hat. Ich such's uns eben raus, damit wir einmal offiziell Danke sagen können. Internet war letzte das. Folge? Nee, das hat keiner geschrieben. Und schreibt keiner. Anonym? Nee. Hanno, du hättest ja auch sagen können, wenn du es hätte einen Google geschrieben. Ja. Wenn du einen Zweikanal hast. Hanno. Ich hab gesagt, dass du Trailer hast. Ich hab bei Google gegoogelt. Hm. Also ich wäre dafür, du machst einen Zweikanal, der anonym heißt. So, wir haben jetzt wieder Punkte. Wollen wir jetzt hier Viehbestand oder Rücken hier? Das war es war ein, ich sage mal, hilfesuchender Blick. Tiere, oder? Tiere ist für USA. Richtig gewesen. Blut für Afrika.
Afrika haben wir ja schon, oder? Nee, in Afrika ist... Ja, also es hängt unten in Afrika fest. Zumindest mein letzter Stand. Ich war ja kurz weg, aber okay. Aber wenn wir uns nach und nach entwickeln, würde ich immer sagen, wir nehmen zuerst jetzt Tiere und dann Blut. Zweite Stufe. Ja. Mittlerweile Sporenausbruch kostet mittlerweile 3 DNS. Haben wir nicht mal einen dazu? Nirgends. Dann ploppen wir halt nur in irgendein Land wieder auf, oder? Das funktioniert dann fast eigentlich von alleine. Also, Spritze. Weil wenn das jetzt Tier nehmen, wird die nächste Entwicklung davon wieder teurer und am Ende hängt es wieder an ein Land oder so, ne? Also. Nee. Nagetier. Schafe. Schafe, oder? Schafe. Nagetier. Also der Tipp, den habe ich im Internet recherchiert. Ach so, okay. Ja. Aber deshalb, liebe Zuschauer, ihr dürft gerne uns schreiben und sagen, wie wir auch nicht anonym. Schreibt in die Kommentare. Ja, und gebt uns einen Daumen nach oben, wenn ihr es gut fandet, obwohl wir es schlecht liked gemacht haben. Liked uns bei Facebook, folgt uns bei Twitter. Redet mit uns bei YouTube und was gibt's noch? Oder nicht. Meint mit uns bei Google Plus. Zysten. Das heißt, wir müssen Zysten jetzt zurückentwickeln. Ja, wir brauchen keine Zysten. Weil wir sind noch nicht annähernd überall. Und ich trotzdem dafür, dass wir ja, jetzt mal also ich höre Anno noch. Ich höre dich auch noch. Das ist das schön. Hört ihr mich auch? Das ist ja schön. Was hast du denn heute noch so? Hallo? Das Geräusch nicht. Dieses Auflegegeräusch. Hast du es gehabt? Ich hab's nicht gehabt. Doch, ich hatte es bei mir. Also ich höre euch. Sie ist auch... Weiß nicht, ist sie noch drin in der... Ja, ich kann euch hören. Ja, sie steht zumindest noch drin, aber ich weiß nicht, sie hört uns jetzt. Kleine Übertragungsfehler. Ich glaube nicht, dass sie uns noch hört, aber wer doch? Weiß, vielleicht kommt sie. Jetzt hört es gerade nämlich nochmal. Okay. Die Wiederwahl gut, versucht, also oder ich, was? Ich sehe nur noch deren Mauszeiger. Ich weiß nicht, was das war. Es war dieses Auflegegeräusch von... Ich höre sie auch. Sie hören uns nicht. Was auch immer das war. Nicht, aber sie machen einfach weiter. Ist doch gerade am Entwickeln. Oder hänge ich jetzt wieder hinterher? Nee, sie entwickeln. Hallo, ich meine nur, weil ich hier auf Pause war. Bei der Zeitrechnung. Hallo! Ja! Ah, hey. Übrigens, ich höre euch permanent, nur so zur Information. Ja. Okay. Ich weiß nicht, warum ihr mich nicht hört, aber ich höre euch permanent. Okay. Alles ist drauf. Wir hören dich nicht. Ich habe einfach mal entwickelt. Übelkeit entwickle ich einfach mal. Ja, durch. Ich hoffe, ich habe mit meinem Teamviewer-Zeiger so ein bisschen unseren Guideline hier ein bisschen vorgegeben. Ja, ich habe es einfach mal nachgemacht. Hm. So, was hättet ihr jetzt gerne? Die Vögel? Ja, oder? Ja. Gut. Alter, auf Alter. Das hat echt doch kein Mensch entdeckt. Nein, niemand. Scheint so. Ja, ich meine, wir haben auch ganz Atom, ne? Also, wollten mal, was machen wir denn? Ja. Wir sitzen einfach in die Also, wenn jemand zufällig das Blut untersucht, dann könnte er uns entdecken, aber ich glaube, die Gefahr ist sehr niedrig. Weil es gibt ja keinen Grund dafür. Werden ja nie Blutuntersuchungen durchgeführt, also. Von irgendjemandem. Ja. Nee, Hände waschen. Das ist kein nicht. Zeitpunkt eigentlich. Ja, wir haben ja so eingestellt, dass die. Ne? Alter. So, was hättet ihr jetzt gerne? Übertragung? Aber gut, wie willst du es erkennen? Ohne wir sind Symptom, jetzt hier ne? Bei 4 mittlerweile. Ne? Hier Resistenzen würde ich sagen, weil in Europa. Also Kälte? Ja, wir haben die Welt gleich. Oh ja. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Afrika und Kanada. Ja, wobei Kanada läuft auch schon, ne? Ja. Ein bisschen. Läuft auch schon an. Ich hau jetzt einfach mal 5 Punkte für den Ausbruch aus. So.
Du willst das unbedingt? Ja, ich will das unbedingt. Guck mal hier, Indonesien kam dazu, ja, also. Mir macht es eigentlich Sorgen, dass schon wieder Neuseeland und Grönland sich so ein bisschen abspalten. Noch nichts verloren, also. Wenn, wissen wir ja, was schuld war. Ja, ich hab's ja so vermasselt. Okay, 20 Punkte haben wir. Wollen wir jetzt mal die Insekten nehmen? Boah. Ja. Vor allem heiße Klimaschutz, also Afrika. Ja. Klingt gut. Oh ja. In Kanada, oh ja. Afrika fällt innerhalb von Sekunden. Ja. Ja. Fast. Gefühlt. Die Welle, die Insektenplage von Osten, Heuschreckenalarm, ne? In Ägypten. Ja, müssen, ja, wir müssen nur noch. Ah, Grönland! Grönland! Ja! Grönland war immer so das Gesicht. Guck mal, Madagaskar ist auch schon getroffen. Neuseeland. Oh, das ist so spannend hier. Und ja, weil es gerade so spannend ist, muss ich sagen, wir sind diesmal etwas langsamer als sonst. Wir verstehen uns, wir hören uns ja auch nicht permanent von dem her. Afrika, aber jetzt in einer Sekunde. Aber ja, ich überziehe die einfach die Folge, weil ich glaube, es dauert nicht mehr lang. Die Welt ist fast komplett infiziert. Ja, müssen wir nur einmal kurz auf tödlich gehen und zack, alle tot. Jetzt müssen wir nur kurz nur warten, ne? Jo. Ja. Wir müssen jetzt nichts mehr dafür raushauen. Neuseeland fehlt halt noch, ne? Ja, wir warten hier, bis 100% ist. Neuseeland fehlt? Grönland, ja, soweit. Ja, aber das können wir doch jetzt regeln. Das können wir doch jetzt regeln. Da haben wir doch so ein paar Mittel und Wege. Kriegen wir hin. Kostet nur 6 DNS-Punkte. Grönland. Und es hat geklappt. Ja, hau raus. Die hau raus. Das regeln wir. Yeah. Jetzt haben wir alle Länder, glaube ich, oder? Island ist auch schon infiziert. Da, wo die Maus. Die Maus Island, ist auch. Island ist schon infiziert. Ich glaube, sie hört also wir hören sie wieder nicht, glaube ich, nur jetzt. Ja, gut, aber ist ich glaube, sie weiß was. Die Insel. Okay, gut. Danke. Check. So. Ich höre euch, also. Ganze Welt ist einfach so, als ihr mich hört. Ganze Welt ist infiziert, das Einzige, was fehlt, sind die Symptome, die tödlichen. Ne? Wir machen erstmal 100%. Ja, ja. Hört ihr mich wieder? Ja. Ach, super. Phasenweise. Go Welt, go. Go Welt, da go jetzt Welt. Noch, so ein ganz kleiner Balken da. Ja, überall ein bisschen wahrscheinlich. Was sind schon welche dran gestorben? Wie das denn? Wie ist das denn passiert? Also, das tut uns leid. Vielleicht zufällig. Es war doch nur ein Pilz. Wir haben doch nicht mal irgendein Symptom oder irgendwas entwickelt. Ich frag mich nicht. Das sind wahrscheinlich die, wo sie nicht wussten, da ist vom Bus überfahren worden, oh, ist bestimmt ein Pilz dran schuld, ja. Anämie-Symptom. So, wollen wir es jetzt belassen oder wollen wir es immer noch zurückentwickeln? Ja, das ist die Frage. Ich weiß nicht, wie schnell das denn geht. Wir haben hier noch das Problem. Neuseeland dauert noch etwas. Aber schön, wie die ganzen Grenzen so da offen sind, ne? Nur wenn sie ihren Bong dabei haben. Neuseeland, oh, ja, Neuseeland fällt jetzt langsam jetzt auch. Ja. Die haben sich ergeben. Ja, sind jetzt schön, dass die ganzen roten Linien zum ersten Mal zu sehen sind, ja, weil sich keine Fluglinie, kein Schiff sich irgendwie gegen uns wehrt, ja? Das ist völlig egal. Ist ja auch wir nichts. Können gleich mit einem Klick die Welt das Licht ausmachen, sozusagen. Neuseeland ist infiziert. Klick. Die Welt ist, wenn ich es richtig sehe, komplett infiziert. Ja, 99%, 1% ist tot. Ach so, echt? Ja. Null ist. Gut. Niemand Symptome. Gesund. Welchen Symptom hättet ihr gern? Also, das ist schön. Ist das nicht schön? Von Schlafstörung aus weiß ich, kommen wir gegen. Ich glaube, irgendwas mit Lunge hat, glaube ich, ne? Ich glaube, Husten auch ist da ganz gut. Husten ja. Geht, glaub ich, Husten Problem. Geht. Ja. Lungenentzündung klingt auch gut. Mhm. Ja. Lungenfibrose, Lungenödem. Irgendwas stand damit tödlich, gerade bei einem. Kann tödlich Fall. Sein. Beim anderen stand auch noch was. Tödlich. Kombiniert mit intensivem Sport, okay, ja. Vollständiges Organversagen, da müssen wir hin. 31 Punkte. Go, go. Oh, die kriegen wir hin. So schnell wie die jetzt wie Fliegen versterben werden und so. Zadana weiterentwickeln, um zu töten. Zadana hat einen Großteil der Welt infiziert. Haben wir vor. Um Menschen zu töten, musst du tödliche fortgeschrittene Symptome mit Hilfe von den DNS-Punkten weiterentwickeln. Neue unscheinbare Krankheit breitet sich aus. Unscheinbar.
Während einer noch suchen, fand ein Arzt in Stadt 3 eine yes. neue Krankheit namens Sagana. Wir sind auf dem Weg. Sie scheint harmlos. Tendenziell dahin. Werden. Sie tritt auch anderswo auf. Ja. Ja, sie ist noch nicht überall. Erster Todesfall in Mittelamerika. Wollen wir lesen? Hört ihr mich? Nein. Hört ihr euch? Wir haben gerade was gehabt mit einem Problem, aber ich mache jetzt einfach mal weiter. Alle sind infiziert. Das ist super. Mexiko startet die Arbeit an Heilmitteln. Das machen die zu Mexiko sehr klein. Ich bin jetzt ein bisschen stolz, dass wir nur 10 Punkte haben. Achso, ja. Hier, zurückentwickeln. Zurückentwickeln. Brauchen. Logisch. Stimmt, wir sind ja schon auf der ganzen Welt. Könnt ihr schon alles sehen, ja? Ja, da kam ja die Idee. Ja, ja. Brauchen wir die Insekten nicht mehr. Und die Luft. Zumindest, wenn wir tödlich genug sind, sagen wir mal so. Also, sobald wir das Organversagen haben, dürfte es das sein. Haben wir mit, weil wir mehr als 31 Punkte haben. Feuerzelte, mehrere Gewebetypen führt zu Organversagen im ganzen Körper und raschem Tod. Rascher Tod klingt gut. Rascher Tod klingt sehr gut. 3 Millionen, fump! Jetzt schon. Ja. Nach 3 Millionen Toten von 1 auf 3, 11, 14. Kann er das nicht zugeben. Kritisch. Saudi-Arabien beginnt Heilmittelforschung. 42 zu 8. Die Saudi-Arabien arbeitet an einem Heilmittel. Mehr Tote als ich weiß. Mal gucken, wie lange brauchen die denn hier für die Gegenmittel? 8 bis 10, 10, 2018. Könnte knapp werden. Noch ein Jahr. 93, 106. Irgendwie, ne? 101, aber die sind schon bei 6%, das ist aber jetzt 7. Die ganze Welt entwickelt jetzt mit drin. Globale Forschung richtig. Wie brauchen wir denn für Schlafstörungen? Das vielleicht ist ein bisschen. 16.06.2018, okay. Das werden jetzt sowieso die ganzen Forscher stellen. Ja, das kommt näher. Aber der schwarze Balken rückt auch näher. Das ist gerade ein Wettlauf zwischen Schwarz und Blau. Oh ja. Ja. USA beginnt zu zerfallen. USA beginnt, das ist schon mal gut. Das ist, ja. Schlafstörung. Du möchtest Schlafstörung? Hört nicht jemand? Ich alleine. Oder, hallo? Was habe ich eine Schlafstörung? Paranoia? Naja, dass wir sie ein bisschen aufhalten, weil die haben ja auch Anfälle? Schon ein Viertel entwickelt, die Heilung und so. So, und dann entwickeln wir noch. Wahnsinn. Ich höre die Verbindung schon wieder unterbrochen, aber ich denke, sie sehen noch alles. Salana Mutationsmuster außergewöhnlich. Wissenschaftler tun sich schwer, die außergewöhnlichen Mutationsmuster von Salana zu verstehen. Laut WOH-Forscher schadet dies dem Bemühen um ein Heilmittel. Ja, also die Mutation ist so außergewöhnlich schnell. Bolivia, nicht jedes tut. Dann kann dort nämlich auch nicht mehr geforscht werden. Jetzt wieder auf 25. Ich höre euch wieder. Ja, wir dich auch. Habt ihr gesehen, dass ich Wahnsinn erforscht habe? Das ist Entzündung. Ja, Was ja. Jetzt gerne? Bisschen Kusskrankheit? Nicht Kusskrankheit? Ja, die haben bestimmt total Bock drauf, sich jetzt irgendwie gegenseitig noch zu küssen. Während nebenbei. Wie halbe Zombies so. Bei die Niere abstirbt. Ausschlag? Ja, aber guck mal her. Ausschlag. Das heißt ja nicht, Entzündung? Dass die Leute sich. Entzündung klingt gut. Können auch tödlich enden. Überempfindlichkeit ist jetzt, naja. Oder? Also. Aber es wird wir haben schon. 5,6 Milliarden haben wir schon. Ich glaube, allein dadurch, dass USA ausgefallen ist. Ja, vor allem, es ist nicht mehr viel. Es ist unter einer Milliarde jetzt noch. Hier ist ja nicht mehr wirklich viel Forschung. Ja, ich würde sagen, das war es fast. Hier, das war die USA. Bye bye. Ja. Das ist. Ihr Geld für medizinische Forschung? Null. Nein.
Kusskrankheit nehmen wir noch dazu. Herzstörung. Ja. Habt ihr gelesen, dass die Forscher mit unserer Mutation nicht klarkommen? Habe ich nicht gelesen, aber gefällt mir. Es geht denen zu schnell. Das gefällt mir. Ja. Es sind ja auch kaum noch welche übrig. Geh mal nochmal auf die Welt. Ich würde gerne sehen, wie viel. 100 Millionen. Ja, gut. Also. Es war USA gerade. 98% sind tot. Und leben aber noch viele Länder. Am 3.4.2026. Ist das schwarz? Ist das Tote oder was? Ja. Also, wenn sie halt. Halleluja. Welt, Menschheit bald ausgelöscht. Das könnte so auf einem Bildcover stehen. Dann gucken wir noch hier, aber es forscht gar keiner. Das letzte. Ah ne, das sind die Gesunden. Da waren nicht irgendwie so viele Länder forschen. Nein, das geht auch nicht gerade so. Hauptfragen der Forschung, Frankreich, Island. Russland. Ja. Ja, aber die meisten. Dann bringen wir es mal zu Ende. Ich kann nicht mehr ganz vorne. Das ist sehr abgehakt wieder. Tut mir leid, aber naja, es ist gleich vorbei. Ihr habt es gleich geschafft. Es ist gleich vorbei. Was, Krieg in Irak gescheitert? Achso. 9. Echt? 7, Krieg im Irak gescheitert? Ach, wirklich? 5. 4. 3. 3, 2, 1, 0. Ist es schon fertig? Nee, sie hat nochmal auf Pause gemacht. Achso. Angola könnte ich mich stürzen. Kanada setzt Massengräber ein. Angola ruft Ausnahmezustand aus. China verbrennt Leichen. Indien schaltet Mobilfunknetze ab. Okay. Westafrika verhängt Ausgangssperre. Aber jetzt wollen wir dem traurigen Ende entgegenblicken. Ventilator zu nah am. Ich weiß nicht, bei mir ist es auch gewesen auf den Ohren, also. Mein Gott. Hier gibt's keinen Ventilator. Das hat sich nicht gut angehört auf den Ohren. Mein Gott, kann man gerne die Verbindung nach Norddeutschland ist zu eben. Ja, ihr habt's gehört, jetzt sind sie leider wieder raus. Ich hoffe, sie kommen gleich wieder. Salana wird mein Chat auslöschen. Salana hat die Welt trotz aller Bemühungen zerstört. Die letzten verlieben die Menschen. Ich hoffe, ich werde geknickt werden. Bis dahin. Da sind sie wieder. Bitte noch mal eine Gedenksekunde. Habt ihr noch ein paar letzte Worte? Ich höre gar nichts. Habt ihr noch ein paar letzte Worte an die letzten Menschen? Tschüss! Ich will nicht sterben! Ja. Hummel muss. Okay. Hummel muss. Sieg! Ja, genau. Sieg! Sieg! Auf ganzer Linie beim ersten Mal! Ja, löscht die anderen Pilze wieder. Wo wir es richtig, versucht haben. Mit Tipps und so. Sedana hat erfolgreich alles Leben auf der Erde ausgelöscht. Warum fühlt sich das so gut an? We are the champions. Ja. Mein Fungus nahm Sardana die Welt in 1518 Tagen zerstört. Datum der Weltzerstörung steht hier nicht, wa? Mach das mal nach, Putin. Ja. Yeah. Nicht. Wer weiß. Nicht. Seid ihr sicher, dass ihr nicht auch so einen Pilz habt? Ich habe alle entfernen lassen vor dem Display. Auch die Fußpilze. Das Bild gewesen eben. Ja, aber zwei Wolkenkratzer, meinst du? Ja, also das kann ich wieder. Das ist Frankfurt. Frankfurt. Ja, wollen wir mal gucken, schöner. Was wir gewonnen haben? Was haben wir gewonnen? Das Feuchtigkeitsbonus gehen und ein der solche Feuchtigkeitsbonus. Typ. Und der solchen Typ Neuraxwurm wurden freigeschaltet. Wofür braucht ein Wurm Feuchtigkeit? Damit beende ich ganz schnell dieses Let's Play. Und sage Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann, sagen auch die Würmer in diesem Sinne. Tschüss. Wünsche euch einen feuchtfröhlichen Wurmabend. Bis dahin. Mummelmosmos. Wurm, Wurm, ja.